hat sich dran gewöhnt irgendwie, aber Bei mir löst das gar nichts mehr aus, außer, ja, leider. gut, dass ich Also nicht da es, bin. also wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, dass da kleine Kinder mit Pfeffer, also mit hier nicht mit Pfefferspray, sondern mit Tränengas zurückgeschossen werden, also kleine Kinder, also von Polizisten. Es ist dafür, da stotter ich fange ja auch schon an zu stottern. Das ist also, da fehlt mir jegliches Verständnis und jegliches Gefühl dafür, dass da, also, Ja, ich mir auch, meine, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. bei linksautonomen Szenen, bei linksautonomen Demonstrationen hat man das schon öfters gesehen. Es ist, ja, die werden öfters mit Tränengas beschossen. Aber es ist ein bisschen was anderes, ein kleines Kind dazu. Es ist auch für einen ausgewachsenen, hartgesottenen Mann irgendwie ein bisschen eine harte Sache, mit Tränengas beschossen zu werden und dann so ein kleines Kind. Naja. Es ist, naja. Also, wer kleine Kinder beschießt oder irgendwie nur, wer kleine Kinder haut, oder die hatten ja auch Verletzungen, die nicht nur vom Tränengas kommen. Wer auf kleine Kinder einprügelt, ja, der kommt in Ja, den. der wird von